Ich bin's, der Thomas, der Taktik-T-Rex, und ich bin total konsterniert. Ich bin immer noch überfordert. Ich bin trotzdem hilflos. Ja, wir haben noch eine Chance, aber der Mondkalender spricht gegen den FC Bayern und spricht gegen uns. Ich bin offensichtlich ratlos, uns fehlt die Kraft, uns irgendwie durchzusetzen, es rumzudrehen, dass die Stärke des Gegners in der eigenen Rotation zu delegieren, und da bin ich erstmal in der Verantwortung und nicht die sportliche Führung. Ja, gut, ja, sicherlich, ja, der Spacko, ich meine der Brazzo, ja, der ist ja komplett überfordert, hat er früher immer schon beim Kreuzworträtsel, hat er bei Spielgerät mit 4 Buchstaben, hat er reingeschrieben, Eckfahne. Der Josch zum Beispiel ist völlig von der Rolle. Er trifft das Einzige, was er im Training im Moment trifft, mit seinem Fuß, das ist der Pfosten, weil der Pfosten sich eben nicht bewegt, und den trifft er. Und das hat mir heute Morgen Herbert Heiner noch gesagt, und ich habe zugehört, und ja, wir müssen gucken, wie es weitergeht. Ja, der Heiner, das ist für den FC Bayern ist das keiner. Weil der Heiner geht ja quasi zum Lachen, geht er noch nicht mal in den Keller, weil er den Eingang nicht findet. Wir haben offensichtlich ein Riesenproblem. Wir können uns nicht konzentrieren. Wir sind offensichtlich ausgelaugt, offensichtlich leer gepumpt. Wir sind offensichtlich leer gesogen. Und als hätten wir 800 oder 900 Spiele in den Knochen. Das ist recht offensichtlich. Und wir können offensichtlich keine Reaktion zeigen. Offensichtlich. Ja, gut, ja. Sicherlich, ja. Ich meine, ausgelaugt war ich früher nach der Weihnachtsfeier. Ich war ausgelaugt und leer gepumpt, und trotzdem sind wir deutscher Meister geworden, ja, und zwar im Vorbeigehen. Wir sind im Moment nicht in der Lage, Spiele zu Ende zu spielen. Wir sind nicht in der Lage, aus Chancen offensichtlich Großchancen zu machen. Und wir sind nicht mal in der Lage, unsere Trikots anzuziehen. Das ist für viele, viele offensichtlich. Der Leroy übt seit Montag, den Schnürsenkel richtig zu binden, und es funktioniert offensichtlich nicht. Ja, sicherlich, ja, dann besorge ich ihm halt einen Klettverschluss. Sie sind ja Fußballer und keine Atomphysiker. Es wird mittlerweile ja aus allem eine Wissenschaft gemacht. Ja, das kapieren die gar nicht. Das sind ja alles nur Kicker. Ja, es ist offensichtlich, dass im Moment von der Emotionalität, von der Spielfreude, der pädagogisch-didaktischen Stringenz, in der Kernwahrnehmung unseres eigenen Hologramms, in der offensichtlichen Zwischendimension, dass wir da eine eigene Blaupause kreieren, und das ist für mich offensichtlich. Ja, ich sage Frauen und Alkohol. Es muss mal wieder ordentlich gebumst werden, damit die Jungs den Kopf freikriegen. Wir haben als Mannschaft haben wir eine sehr intensive Zeit zusammen, und wir nutzen den Freiraum natürlich, oder versuchen ihn zu nutzen, uns zu rebooten, mit Hilfe eines Mentalisten das Ganze zu absorbieren, die negative kosmische Strahlung zu transformieren, und die Mannschaft dann eben straff durch das Wurmloch zu führen, in dem wir uns als Truppe, als Einheit, als Ganzes im Moment befinden. Ja, ich habe heute mit dem Uli telefoniert, ja, er kommt ja zurück mit mir im Trio, ja, genau, ja. Und wir machen am 10. Mai, machen wir für den FC Bayern mal wieder eine Weihnachtsfeier. Und der Oliver Kahn springt zur Belustigung der Mannschaft im Ballettröckchen durch den brennenden Reifen. Wir sitzen in einer Art Raumschiff, und dieses Raumschiff ist der FC Bayern, und das ist für mich ist ein Riesenproblem, das auf den richtigen Kurs durch das Asteroidenfeld des Gegners zu lenken, und ohne dass wir in die schwarzen Löcher reingesogen werden. Ich glaube, das sieht man. Und wir haben gesundheitliche Probleme. Gnabry hat einen Furunkel, Choupo hat einen Reizmagen, und der Sahne, der hat Laktose. Ja, aber der Rummenigge, unser Rotbäckchen, der hat einen riesen Knall und hat trotzdem die Tore gemacht. Ja, so schaut's aus. Ja, es ist eine schwierige Situation, auch für mich als Taktik-T-Rex. Wir sind nicht in der Lage, konzentriert zu Ende zu spielen. Wir sind nicht in der Lage, Tore zu erzeugen. Was wir brauchen, ist ein inneren Kompass, eine magnetische Nadel, die den Weg in Richtung Tor zeigt. Ob Norden oder Süden, ist relativ egal. Hauptsache da, wo es zählt. Ja gut, ja, aber das ist ja alles Blödsinn. Der Thomas Tuchel muss einfach sagen, jetzt geht's raus und spielt's Fußball. Fußball ist absolut einfach. Es ist ja wirklich, und wenn's nicht läuft, dann rufst du mal rein, Schülermannschaft. Und das verdienen auch alle viel zu viel Geld. Also ganz ehrlich, ich habe früher gespielt für einen Teller Suppe. Ja. So schaut's aus. Das ist er. Ja. Ja,
Frage ist doch klar, was braucht der FC Bayern, um wieder der FC Bayern zu werden? Schreib es gerne mal in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns gleich im nächsten Video. Gib mir einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Und komm aber bei der Tour vorbei. Mut zur Lücke, Tickets ab sofort.